Hallo ihr Lieben und willkommen auf meiner Seite. Beim draußen ist genau gegenüber von uns ist ein Spielplatz und da wird gerade Rasen gemäht. Aber ich möchte euch trotzdem das neue Buch von Nancy Sacho zeigen. Ist am 9. Mai erschienen, gegen fremde Regeln, unaufhaltsam, gegen fremde Regeln. Genau. Ich bin im Testleserprogramm von Nancy und das Buch hat sie bereits im April angefangen. Und ich wette, sie schreibt bereits an einem neuen Buch, so wie ich sie kenne. Ich lese euch mal den Klappentext vor und erzähle ein bisschen was dazu. Welche Rolle spielen Wut und Hass, wenn die Liebe so viel stärker ist? Und wie viel Macht haben Regeln, wenn man sie nicht selbst erschaffen hat? Ein ganzes Jahr hat Maler in München verbracht. Zurück in ihrem kleinen Heimatort ist es ausgerechnet ihr ehemaliger Nachbar, Phil, dem sie zuerst über den Weg läuft. Dass sie sich aus einem Zufall heraus ein Taxi teilen, verändert alles. Von diesem Moment an gerät sie in einen Strudel aus unbekannter Leidenschaft. Und nichts ist mehr, wie es war. Aber wie kann sie ihr Herz ausgerechnet an den Mann verlieren, dessen Bruder schuld am Tod ihrer Mutter ist? Trotz der Tatsache, dass es ein Unfall war, ist der Hass ihrer Familie auf Phils Familie bis heute übermächtig. Besonders die blinde Wut ihres Bruders machen ihre Gefühle für Phil von Anfang an schanzenlos. Aber lässt sich das Herz vorschreiben, was es zu fühlen hat und wie stark sind fremde Regeln, wenn die Liebe eine eigene Sprache spricht? So. Während des Lesens hatte ich immer so ein bisschen den Romeo und Julia-Effekt im Kopf. Zwei Familien, die sich hassen und auch bekämpfen, besonders die Familie von Marla, ist da oft, ja, die schrecken oftmals auch vor vielen Sachen nicht zurück und machen die Familie von Phil auch ziemlich schlecht im Ort. Und ja, ich fand's gut, ich find's gut, dass Marla nach dem Tod ihrer Mutter einfach mal gesagt hat, so, ich muss dem Ganzen entkommen. Ich brauche dieses Jahr Auszeit, das war gut. Fand ich gut, weil so hat sie nämlich zu sich selbst wiederfinden können. Und ist nicht in diesen ganzen Strudel geraten und besonders ihr Bruder hat Phils Familie und Phils Leben auch jetzt noch ziemlich schwer gemacht. Also das Leben ziemlich erschwert. Es war nun mal, man kann nichts gegen Unfälle machen und ist scheiße, was passiert ist, klar. Aber jetzt sind zwei Familien im Prinzip zerstört, weil einer nicht aufgepasst hat. Aber Maler findet ein Tagebuch. Und darin entdeckt sie sehr, sehr viele Sachen über ihre Mutter, die sie so noch gar nicht gewusst hat. Und auch kommen ihr neue Erkenntnisse im Fall des zum Unfall, zu diesem Unfall, was dazu geführt hat, dass auch die besten Freunde sich total zerkracht haben. Und Phils Bruder ist selbst auf und davon sozusagen, hat ein bisschen die Flucht ergriffen, weil das hält wahrscheinlich auch keiner aus dann. Die Geschichte ist berührend und tiefgründig, schön leicht zu lesen, flüssig geschrieben. Regt auch teilweise zum Nachdenken an, weil wie viel weiß man wirklich? Sie haben nur diesen Unfall, die haben diesen Unfall im Kopf, haben sich darin verbissen sozusagen. Und aber was wirklich dahinter steckt, was passiert ist, wieso, weshalb, das hat noch keiner hinterfragt. Bis dann
Maler wieder auftaucht. Und es ist sehr spannend, was da noch alles passiert. Doch, die Geschichte hat mir wirklich gefallen, muss ich sagen. Ja, und deswegen bekommt die Geschichte auch 5 Sterne, weil sie ist wirklich überraschend, sehr, sehr überraschend. Es kommen sehr viele Überraschungsmomente vor und Sachen, von denen ich gar nicht geahnt hätte, dass sie überhaupt noch in der Geschichte auftauchen. Ja, und eben weil ich oft nicht wusste, woran ich jetzt gerade bin, was jetzt noch alles passiert, bin ich froh, das gelesen zu haben. Und für aktuell 99 Cent oder im Kindle Unlimited Programm erhältlich, kann man das definitiv lesen. Das Buch hat, ich muss jetzt noch mal gucken, wie viele Seiten das eigentlich hat. Dadurch, dass ich das immer über E-Mail bekommen habe, weiß ich das gerade gar nicht. Aber ich finde das, ja, Bild ist ganz gut. Es ist auch keine Millionärsgeschichte, wie sie Nancy in letzter Zeit öfters mal gehabt hatte, sondern ein schönes Drama, eine schöne Liebesgeschichte mit dramatischen Elementen. Und das finde ich gut. So, ich gucke jetzt nochmal, wie viele Seiten das hat. Gut, gefunden. Hier steht noch als kleine Warnung, diese Geschichte enthält eindeutige und sehr leidenschaftliche Szenen. Circa 300 Taschenbuchseiten ist auch aktuell auf Platz 26 im Kindle Shop. Bei Liebesromane, zeitgenössische. Genau, super. So. So sieht das nochmal. So, das war's auch schon wieder von mir. Ja. Nun wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Einen schönen Tag. Und wir sehen, lesen und hören uns. Eure Janine. Bis bald. Bye.